Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem DEL2-Meisterschaftsspiel zwischen dem ESV Kaufbeuren und dem EV Landshut. Vor 3.100 Zuschauern in einer ausverkauften Energie-Schwaben-Arena lautet der Endstand 2:3. Ich darf zu meiner Linken begrüßen Landshut-Coach Heiko Vogler. Servus Heiko. Und zu meiner Rechten ESVK-Coach Marco Reiter. Servus Marco. Herr Heiko, deine Meinung zum Spiel bitte. Ja, guten Abend. Ich denke, es war ein sehr gutes Eishockey von zwei sehr guten Mannschaften. Die beste Heimmannschaft der Liga gegen die aktuell beste Auswärtsmannschaft in der Liga. Wir wussten, dass Kaufbeuren sehr viel Qualität besitzt. Wir wussten um ihre Stärke, besonders im Powerplay haben sie auch heute gezeigt. Und ja, wir haben ein gutes erstes Drittel gespielt. Gut war, dass wir kurz vor Ende noch in den letzten zwei Sekunden den Spielzug durchführen konnten und somit das Tor schießen konnten. Somit sind wir mit 2:1 in die Kabine, haben einen sehr guten Start gehabt, haben, glaube ich, nach 30 Sekunden schon das 3:1 geschossen durch einen Brad Cameron, wo mich sehr freut, dass er heute sich dafür belohnt hat. Aber dann hatte Kaufbeuren die Chance im Powerplay erneut. Wir haben eine unnötige Strafe gezogen in der offensiven Zone und haben dadurch wieder Kaufbeuren etwas ins Spiel kommen lassen. Ich meine, im zweiten Drittel waren Chancen auf beiden Seiten da, aber auch zwei überragende Torhüter. Und dann im dritten Drittel wussten wir, dass Kaufbeuren definitiv mit mehr Druck kommen wird, weil sie natürlich hier die Punkte behalten möchten. Ich kann meiner Mannschaft nur ein riesen Kompliment aussprechen, dass wir heute es geschafft haben, hier in Kaufbeuren 3 Punkte zu entführen. Wir haben sehr konzentriert und vor allem fokussiert gespielt und waren nicht hektisch, was wir die Spiele zuvor etwas waren. Gerade am Ende haben wir das auch bravourös gespielt und deshalb ja, bin ich sehr stolz auf meine Mannschaft. Danke. Danke, Heiko. Yeah. Marco, your opinion on the game. Danke, guten Abend and congrats Heiko Landshut for the points and the derby win. Yeah, I feel we played tonight against Landshut and then we play also against us. So we had the very clear topics for the game tonight and we stick on that. But then in the end, one big thing was of course the penalty management. Today and 7 penalties in this kind of game in derby and against good opponent, it's too much. And all these 3 goals, have to say nothing less from the Landshut, but was very cheap goals. This kind of game, way too easy goals, and we should defense this kind of situations. But yeah, typical derby and tight game. And have to say, in third period, Landshut earned those points. Tonight we couldn't come back in the game. We had this power play still in the third period, but Landshut defense this very well. And yeah, disappointed. It would be nice to win of course the game and derby game in home, but was it our day or night tonight? So have to move forward and to the Sunday game. Danke. Ich darf kurz zusammenfassen. Zunächst die Gratulation an Heiko Vogler. Man habe heute nicht nur gegen Landshut gespielt, sondern auch in gewissem Maße gegen sich selber. Man hat nicht den Plan umgesetzt, den man sich vorgenommen hatte. Man hat zu viele Strafen gezogen und jetzt nicht abwertend gegen Landshut. Man hat einfach die Tore zu leicht hergegeben. Es war zwar immer noch ein enges Spiel und man wollte im dritten Drittel zurückkommen. Aber Landshut hat es gut wegverteidigt. Er ist enttäuscht und es war einfach nicht der Tag des ESVK. Und jetzt schaut er nach auf Sonntag voraus. Gut, dann darf ich unseren Gästen einen guten Nachhauseweg wünschen. Ich weise noch hin auf das nächste Heimspiel des ESVK am 13.10.23, also nächsten Freitag um 19.30 Uhr, der ESVK gegen die Star Bulls Rosenheim. Vielen Dank fürs Zusehen. Die Spray-TV-Übertragung endet hier. Servus.